Schattenspieler. Ein Kanal, ein Name, eine Person. Das bin ich. Jemand ganz Normales. Ich habe Spaß im Yu-Gi-Oh! Spielen und Videos drehen. Also gründete ich Schattenspieler. Ich lernte Leute kennen und bekam so eine Chance. Hey Schattenspieler, Insider hier. Du, dieses Jahr gibt's die German Yu-Gi-Tube League Season 2. Hättest du nicht Lust dabei zu sein? Klar, gerne. Ey, klasse, dann herzlich willkommen in der Liga. Danke. Hä? Unterdrückte Rufnummer? Ja, das kann ja nur Schattenspieler sein. Hey. Hey, ich bin in der Liga dabei. Ich bin dieses Jahr nicht mit dabei. Was? Warum? Ja, wegen dem Studium, weißt du doch. Ach ja, stimmt ja. Wollen wir vielleicht trotzdem ein Duell machen? Also, als würden wir in der Liga gegeneinander spielen? Klar, gerne. Die Deckball ist egal, okay? Okay, aber nur ein Spiel. Wir sind ja nicht in der wirklichen Liga. Ich fange an. Ich aktiviere Speerfeuer und beschwöre mein Zodiac. Exit Summon und eine weitere Exit Summon zum Tigermörder. Ich aktiviere den Effekt und darf eine weitere Ratte rufen. Jetzt beschwöre ich Zodiac Breitbolle. Wieder benutze ich den Effekt meines Monsters und rufe eine dritte Ratte aufs Spielfeld. Ich aktiviere den zweiten Effekt meines Bullen. Ich darf mir ein Monster auf die Hand suchen. Zum Schluss kommt das Beste. Ich beschwöre Zodiac Drachzack. So, jetzt beschwöre ich meinen mächtigen Bujin. Effekt. Da Ungeheuer in den Friedhof gelegt wurde, darf ich eine Karte ziehen. Ich aktiviere Törichtes Begräbnis, um so meinen Falco aufs Spielfeld zu rufen. Ich setze ein Monster und setze zwei Karten. Mach dagegen mal was. Ist das schon alles? Das kann mich nicht aufhalten. Dann zeig es mir. Das wirst du gleich schon sehen. Ich ziehe. Ich beschwöre Clifford-Scheibe im Angriffsmodus. Battleface, Attacke! Greif seinen Drachzack an! Wie naiv! Effekt, Drachzack! Zerstöre sein Monster! Meinst du, das wusste ich nicht? Ich aktiviere verbotener Kelch auf dein Monster. Tja, auf sowas war ich vorbereitet. Ich aktiviere Zwangsüberführungsgerät auf mein Monster. Und jetzt, Drachzack! Zerstöre sein Monster! Verdammt! Egal, du wirst nicht gewinnen. Ich setze zwei Karten verdeckt. Du bist dran. Das ist ja nicht viel. Ich ziehe. Ich flippe meinen Falco. Das lasse ich nicht zu. Ich aktiviere ernste Warnung. Das ist mir egal. Durch seinen Effekt darf ich ihn wieder zurück aufs Spielfeld rufen. Ich flippe mein zweites Monster und beschwöre Rassenklinge. Mit meiner Klinge kann ich jetzt wieder einen Breitbullen rufen. Ich aktiviere einmal aussetzen. Diese mächtige Falle wird dich aufhalten. Nicht schlecht. Ich beschwöre jetzt Drachzack. Willst du es wieder versuchen? Es bringt nichts. Dein Monster verliert wieder seinen Effekt und muss in die Verteidigungsposition. Wenn das so ist, wird dich mein Geist-Ogre wohl nicht stören. Wieso hast du diese Karte? Meine Falle. Ohne sie bin ich schutzlos. Richtig erkannt. Los, mein Monster. Beendet das Duell. Attacke. Nicht. Wir unterbrechen das laufende Programm für eine Sondermeldung. Der international in Teilen Deutschland bekannte YouTuber Card Journalist ist tot. Er wurde heute Nacht in seiner Wohnung aufgefunden, wahrscheinlich ermordet. Die Ursachen für den Mord und der Tathergang sind bisher noch ungeklärt. Oh, wer kann das denn gewesen sein? Es sollte nicht passieren. Es tut mir leid. Aber irgendetwas in mir wollte es. Liga, ich komme! Es war ja größter Fehler, mich in eure Liga aufzunehmen.